Weg zum Rüberrennen. Und dann findet man ein Roastbeef. Ich glaube, hier drüben war nun... Ach, da war noch eine Axt. Was war denn da unten? Oh, das war knapp. Uiuiui. Was war hier drin? Ach, nur ein Edelstein. Und hier der geliebte Raum von Chovo. Wie komme ich hier raus? Einfach durch die Tür. Sesam, öffne dich. Und hier sieht man den Effekt bei Stufe 3. Suizidskelette. Ja, und da einfach darunter die Wand kaputt machen. Hier befindet sich eines der Kinder, das man später mit Henry dann findet und dann siehst du, wo man rauskommt. So, wer will sich mit mir anlegen? Kommt her. Bitte zeigen wir hier Mistviecher. Ja, Chovo, du hast recht. Die sollten sich echt mal ein paar bessere Wachhunde besorgen. Ah, ich liebe diese Stelle hier noch. Voll creepy. Unheimlich. In dem Sofa ist ein Heilkristall, in dem anderen ist nichts. Und dann hier. Es regnet Items. Ging auch schon im ersten Teil. Ich glaube, da waren dann mehr Gegenstände. Und durchs Tor. Okay, das ist ein Rätsel. Uah! Hau ab, Mistvieh. Ich habe den Raum untersucht. Hier war nichts mehr außer dem einen Tisch. Da war Gold. Das hast du, glaube ich, gefunden. Wo will denn die Kamera hin? Die will doch wohl nicht. Zeig das mal den Ausschnitt von der alten. Oh je. Ja. Sehr schön. So, und wenn man das jetzt alles so gemacht hat, alles gefunden hat, guck mal hier. Bam. Ordentlich aufgefüllt, da braucht man beim Renon gar nichts mehr kaufen. Nur. Das ist eben der Vorteil, weil es kann zwar sehr mühselig sein zu suchen und alles, aber je mehr man findet, umso weniger Kohlen muss man ausgeben bei Renon. Also wenn ich das jetzt durchspiele, dann muss ich da gar nichts ausgeben. Aber ich will jetzt unbedingt mal rausfinden, wie das da oben war. Aber ich glaube, da kommt man ran, wenn es Tag ist. Eine Rose ist in einen Stern auf dem Springbrunnen eingraviert. Doch nicht. Ich